Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum heutigen JFT Live Trading TV am Abend des 13. April. Es grüßt Sie Christian Kämmerer und wir wollen auf die US-Märkte schauen, die heute eigentlich ganz gut in den Tag kamen, wie wir hier anhand des Stundencharts sehen und jetzt aber doch merklich wieder unter Druck geraten. Das schauen wir uns jetzt mal hier im Detail an und zwar anhand des S&P 500 Stundenchartintervall, hier die 24-Stunden-JFT-Indikation und wir sehen hier dieser Aufwärtstrend. Linie, diese untere, die aktuell hier zur Disposition steht. Doch Obacht, eine ähnliche Situation hatten wir hier schon mal am 9. April. Zwar im vorbörslichen Geschehen, aber dann hier auch nochmals während der Haupthandelszeiten in den USA geriet der Markt hier ein Stück weit unter Druck. Aber konnte die Trendlinie letztlich verteidigen. Was haben wir hier gesehen nach der letzten Analyse aus der alten Woche? Jawohl, der S&P 500 hatte die Kraft, hier das Niveau von 105 Punkten anzugreifen. Heute, wie gesagt, hier ein sehr, sehr starker Impuls dann in diese Widerstandszone hinein. Seither jedoch verpufften hier jegliche Ambitionen, weiter nach oben aufzudrehen. Jetzt die Frage, wie geht es weiter? Wenn wir uns den Stundenchart anschauen, dann haben wir hier natürlich im Bereich 2090, 91 einen Supportbereich, aber einen kurzfristigeren, zwischengeschalteten Bereich. Den kann man jetzt hier sehr, sehr schön ausmachen und den bringe ich jetzt mal hier in den Chart rein. Und zwar ist das hier die Zone um 2097 Punkten. Exakt dort notieren wir derzeit. Und wenn der Index hier tatsächlich den Mut hat, hier wieder nach oben rausziehen zu wollen, also den Tag doch nicht negativ beenden zu wollen, dann bedarf es jetzt hier einer unmittelbaren Erholung, damit der Index hier praktisch wieder Kraft schöpft und hier nochmal Richtung des Widerstands 2105 Punkte läuft. Geht es nämlich darunter, dann sehen Sie hier selbst, muss man etappenweise wohl mit 2092, 2091 Punkte rechnen. Ich zeichne das mal jetzt schematisch an. Also ein Stundenschlusspreis unter 2097, speziell unter dem Tief dieser Kerze 2096-2096, das ist die Indikation von heute Morgen, wäre hier dann mit einer länger beziehungsweise zwischengeschalteten Konsolidierung Richtung Süden verbunden. Wir legen jetzt hier nochmal Fibonacci an, anhand des letzten Impulses, um sozusagen hier nochmal ein Stück weit genauer mögliche Supportzonen einzugrenzen, also vom letzten Erholungsimpuls ausgehend. Hier die Fibonacci Levels und hier sehen wir sehr schön, aha, 2085 haben wir auch hier direkt ein bisschen was über ein Drittel, also das 38,2er Fibonacci Level und hier ist eine sehr, sehr komfortable Zone, um anders als früher, wo es nämlich hier ein Widerstand war, wieder nach oben zu drehen, falls die Kurse tatsächlich hier zurückkommen sollten bis in diesen Bereich. Machen wir neue Tagestiefs, ist diese Gefahr jedoch gegeben. Ansonsten kommen die Käufer jetzt unmittelbar zurück und das müssten sie im Prinzip, oder es gibt hier eine zähe Seitwärtsphase, dann haben wir gute Chancen, wieder Richtung 2105 plus hinaus zu ziehen. Und das bleibt eben jetzt mal abzuwarten. Wir sind hier definitiv gerade an einem Key-Level, insofern sehr, sehr spannende Situation. Gehen wir hier unter das 38er-Level, speziell jetzt unter 2084 Punkte zurück, dann muss man davon ausgehen, dass sich hier die korrektive Gegenbewegung weiter ausdehnt. Ja, und dann ist das 61er-Level sicherlich nur ein logisches Ziel, aber wir sehen auch hier einige horizontale Unterstützungsbereiche, die dann praktisch hier als mögliche Unterstützungszone dienen könnten. Gut, warten wir mal ab, was passiert. S&P 500, wie gesagt, sehr, sehr gut eingefangen hier. Und wenn die Käufer jetzt nicht zurückkommen, könnte sich die Konsolidierung ausdehnen. Allerdings sehe ich hier maximales Rücksetzerpotenzial bis in den Bereich 2070 Punkten. Hier haben wir eben das 61,8er Level und hier eben diese Supportzone, Schrägstrich hier, das Level von 2067, eine vorhergehende, frühere Unterstützungszone. S&P 500, ganz kurz nochmal im Tageschart angeschaut. Sie wissen, die Saisonalität ist grundsätzlich bullisch zu sehen. Allerdings bedarf es hier, und hier haben wir uns auch sehr schön an den jüngsten Fahrplan gehalten, jawohl, Erholung hier von diesen Kerzen ausgehend, jetzt allerdings Widerstandsbereich erreicht. Und nun muss der Index eben zeigen, ob er hier sich im oberen Bereich stabilisieren kann. Kommt es hier nämlich zu starken Rücksetzungen. Hier gehe ich direkt unter 2070 Punkte. Das wäre hier eben unterhalb des 61er Fibonacci Levels auf Stundenbasis. Dann muss man mit einer Ausdehnung in Richtung von mindestens 20, 25 Punkten rechnen, die der Index dann wohl vollzieht. Ansonsten hier, kleiner Rücksetzer sei legitim. Wenn er sich denn jetzt ausdehnt und wir machen hier gerade wieder neue Tiefs, sehe ich gerade, dann könnte das hier in etwa so aussehen, um dann praktisch hier letztlich doch das Hoch zu attackieren. Das bleibt immer noch das präferierte Szenario im Sinne der Saisonalität. Gut, hier gerade sehen wir sehr schön, wir geben gerade den Bereich auf, aktuelle Live-Sequenz. Das ist deswegen jetzt auch live
TV, Live Trading TV. Und jetzt wird es hier sehr, sehr spannend. Also, die Käufer müssen in den nächsten Minuten zurückkommen, wenn wir nämlich hier einen Stundenschlusspreis unterhalb von 2097, 2096 Punkten sehen. Wäre es wohl eher trüb für den heutigen Tag. Gut, aber ein minus 0,3% ist noch kein Beinbruch. Der Nasdaq 100 zeigt sich hier sogar noch ein Stück weit freundlicher, aber gibt jetzt auch sukzessive nach hier im Stundenchartintervall. Auch hier ein Widerstand erreicht unter 2440, 2435 war ein Level, das wir schon während der vergangenen Sessions häufiger im Fokus hatten. Hier speziell auch natürlich das Hoch, beziehungsweise lassen wir jetzt mal weg. Wir wollen jetzt erstmal sehen, was sich hier aktuell im gegenwärtigen Preisgeschehen tut. Was hier interessant ist, wir können hier hergehen und versuchen, das Ganze mit einer Trendlinie einzufangen, um hier mögliche, ja, Unterstützungszonen zu lokalisieren. Die Trendlinie erlaubt aber zu viel Spielraum, zu viel Freiraum, um hier eine geradlinige Indikation zu liefern. Je mehr Einflussfaktoren bzw. je mehr Signalauflagen hier nötig sind, desto schwieriger wird es. Aber so kann man das im Prinzip mal kaufen, die Linie. Und wenn wir jetzt hier den Supportbereich, früher Widerstand hier um 4385 Punkte definieren, dann ist das eine Zone, die, wenn wir sie denn heute erreichen, auf jeden Fall Halt bieten müsste, um den Bären hier auch ein Stück weit wieder dann ja, die Krallen zu zähmen. Denn wenn wir hier weiter zurücksetzen, dann kann das kritisch werden. Im Ausdehnungsfall 4400 von diesem Bereich ausgehend muss der Index wieder anziehen und hat meiner Meinung nach, wenn nicht dort spätestens, dann eben hier bei 4400 Punkten die Chance nach oben zu ziehen. Vom heutigen Tageshoch, das sieht oder sah sehr, sehr bullisch aus, gehen wir zum letzten Bewegungsimpuls. Sehen, dass wir hier, wenn wir das 38er Level erreichen wollten, ähnlich dem S&P 500, hier ein deutliches Stück zurücksetzen müssen. Ein Stück weit nach oben. Also der Nasdaq-Index heute nicht ganz so im Minus, hatte halt auch deswegen noch nicht ganz so den Spielraum zum 38er Level. Aber wenn sich der Druck jetzt hier weiter fortsetzt, wäre das im Prinzip gleichzusetzen natürlich dann mit einer Ausdehnung der Konsolidierung. Und dann könnte auch der Nasdaq mehr unter Druck geraten. Aber hier in diesem Stauzonenbereich sollten hier oberhalb dieser Aufwärtstrendlinie eben die Käufer zurückkehren, dann sieht das eigentlich mal nicht schlecht aus. Also die aktuelle Konsolidierung stellt sich meines Erachtens nur als Konsolidierung auf hohem Niveau dar. Wenn wir hier signifikant unter 4380 gehen, also hier das 38er Level unterschreiten, dann wäre auch die Trendlinie mehr oder weniger relativ klar gebrochen. Und dann müsste man natürlich dann hier von einer entsprechenden Gegenbewegung in Richtung 61,8, 4320, diese Zone hier, wäre dann sicherlich eins der nächsten Ziele. Aber das wäre, wie gesagt, nur Plan B. Es scheint meiner Meinung nach so, als müsste der Markt hier in Kürze wieder anziehen und die Auftaktsschwäche gut wegstecken. Was zeigt der Tageschart zum Nasdaq? Da haben wir hier erstmal den Sprung über 4400 Punkten absolviert. Heute standen wir schon wesentlich höher. Sehr, sehr bullische Situation, denn eigentlich lautete das Ziel hier 4465 Punkte. Haben wir nicht ganz erreicht. Heute 4447 Punkte bislang. Das Setup bleibt aber eigentlich noch konstruktiv, eben aufgrund dessen, dass wir uns jetzt hier in Bälde fangen sollten. 4400, da sollten wir nicht runtergehen im großen Stil. Auch hier im Stundenchart 4400, das ist ein wichtiges Level. Ja, hier haben wir die kurzfristige Aufwärtstrendlinie, hier die Supportzone der vorbörslichen Indikation vom Freitag. Hier müssen wir eigentlich Widerstand halten. Gehen wir nämlich unter 4400 deutlicherweise zurück, dann haben wir hier, ähnlich wie hier gesehen im Stundenchart, 4345, 4320 als nächste Ziele. Und das würde eben bedeuten, dass der Index dann auch mit Blick auf den Tageschart Richtung 4280 sogar zurückfallen könnte. Ist nicht das präferierte Szenario. Ich bin der Meinung, die Bullen dürften hier bald wieder das Zepter übernehmen, um hier weitere Zugewinne zu favorisieren. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir das morgen dann nochmal in der aktuellen Nachmittags Sendung zu den US-Märkten darstellen. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Restabend und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kemmer und tschüss.